Und dann habe ich das Unternehmen an einen Fachverlag in Bayern verkaufen können. Die Perfektion des Produkts muss gut sein. Also wir hatten ganz komische Ideen, die wir alle verworfen haben. Es gibt immer Schlimmeres, als jetzt irgendwie, da funktioniert was nicht, da geht was nicht. Ja, lass dir auch mal Zeit. Das ist der Startup Schlau Podcast. Los geht's. So, liebe Leute, ich bin heute wieder mal im wunderschönen Mannheim. Die Sonne knallt gerade rein, merke ich und meine zwei lieben Gäste heute. Ich habe mir zwei Mannheimer Paradeunternehmer und Investoren eingeladen. Und zwar Matthias Storch von Good Brands und der liebe Simon Engelhorn aus der Engelhorn Textilfamilie, die Bock haben, einen neuen Player im AI-Game an den Start zu bringen. Wie sie dazu kommen, was sie in der Vergangenheit gemacht haben und was sie damit alles machen wollen, das besprechen wir heute im Podcast. Simon und Matthias, ganz herzlich willkommen, dass ihr heute hier seid. Danke. Wir spielen zum Start eine Runde Entweder-Oder, um euch ein bisschen besser kennenzulernen, beginnend mit Streber oder Abschreiber? Streber. Morgens nach dem Wecker sofort aufstehen oder noch dreimal snoosen? Aufstehen. Dreimal snoosen. Harmonie oder Auseinandersetzung? Auseinandersetzung. Harmonie. Im Startup Außenminister oder Innenminister? Außenminister. Auch Außenminister. 5 Minuten vorher oder 5 Minuten zu spät? Zu früh. Ausreden lassen oder unterbrechen? Unterbrechen. Ja. Im Hier und Jetzt oder in der Zukunft? Jetzt. Zukunft. Gelbe Ampel, Gas geben oder bremsen? Gas geben. Bremsen. Sich verletzlich zeigen oder angeben? Wieder noch. Beides, ja, hätte ich auch gesagt. Selbsthärte oder Selbstfürsorge? Selbsthärte. Ja, auch. Sehr schön. Ja, Matthias, Simon, vielen Dank für den Start. Vielleicht gibt es etwas, was man zum Anfang sonst von euch unbedingt wissen muss. Beginnend mit Matthias. Was man wissen muss, ist eigentlich immer, ich bin immer auf der Suche nach was Neuem irgendwie. Also wenn ich was stetig mache und lange gemacht habe, mir wird extrem schnell langweilig. Mhm. Und also schnell heißt 5, 6 Jahre, was im Business-Kontext schnell ist. Mir wird extrem schnell langweilig. Mhm. Und dann brauche ich immer was Neues. Wie ist bei dir? Ich bin auch eher so ein Projektmensch. Also ich denke, dass ich relativ schnell mich irgendwie was reinfuchse und dann irgendwie ein neues Projekt brauche, weil ich nicht so der dauerhaft operative immer das Gleiche machen Typ bin. Sonst finden wir gleich mehr raus, wenn wir ein bisschen in eure Geschichte eintauchen wollen, weil ich möchte ein bisschen nachzeichnen, wie ihr jetzt dazu kommt, heute gemeinsam etwas zu starten, weil jeder so ein bisschen einen individuellen Weg hingelegt hat. Ich würde gerne mit dir, Simon, anfangen. Du bist in eine große Unternehmerfamilie hier in Mannheim reingeboren worden. Kannst du das mal so ein bisschen nachzeichnen? Wie hat sich das angefühlt, schon als Kind Teil einer großen Unternehmerfamilie zu sein? Wie war das? Es hat sich ganz normal angefühlt, weil es für mich ja ganz normal war. Also weiß ich gar nicht, wie es sich anders anfühlen sollte. Ich war immer stolz darauf, in eine Unternehmerfamilie geworden zu sein und hatte immer ein Verständnis dafür, was das für eine Verantwortung bedeutet. Und habe relativ schnell und früh mich sozusagen committed und dazu entschieden, ins Unternehmen reingehen zu wollen und habe das quasi schon mit 16 angefangen, Praktika in dem Bereich zu machen und das permanent sehr, sehr früh zu verfolgen, dieses Ziel ins Familienunternehmen zu gehen. Deswegen hat es sich für mich immer gut angefühlt. War das mal eine Diskussion, dass du, weil du viele Erfahrungen in diesem Unternehmen gesammelt hast, auch mal gar keinen Bock auf das eigene Unternehmen hattest und unbedingt was anderes machen wolltest? Ja, wenn das nicht die Situation gewesen wäre, würde ich wahrscheinlich nicht da sitzen, wo ich jetzt sitze. Es ist ja nicht immer alles rosig von innen, was von außen rosig aussieht. Und die Verantwortung und die Verantwortung, auch viele Mitarbeiter zu haben, ist ja immer noch mal was anderes als von außen betrachtet. Und es ist auch nochmal was anderes. Ich glaube tatsächlich, dass es teilweise schwieriger ist, ein Unternehmen erfolgreich zu führen, was quasi 135 Jahre alt ist und was 1000 Mitarbeiter hat und was quasi eingeschliffen ist, ja. Ist quasi zu transformieren und zu verändern, ist mindestens so eine große Herausforderung, wie ein Unternehmen von Null zu gründen. Ja. Ist was komplett anderes, aber es ist mindestens so aufwendig und mindestens so komplex und anstrengend. Mhm. Und
Deswegen habe ich allergrößten Respekt vor jedem einzelnen Nachfolger, der quasi in ein Familienunternehmen reingeht und dort versucht, quasi was zu verändern und das Unternehmen zu prägen. Ja. Ich glaube, dass das häufig unterschätzt wird im Unternehmerkontext, was das eigentlich auch für diese Nachfolger und jungen Unternehmer bedeutet. Mhm. Und es ist aber was ganz anderes. Und ich hatte schon jetzt insbesondere die letzten Jahre, da hat es ja schon teilweise, da war schon herausfordernd mit Corona und wir sind im Einzelhandel. Also es waren schon Zeiten, da hat der Shit Hits the Fan gesagt, würde man sagen, möglicherweise. Also da war es schon herausfordernd. Mhm. Und die letzten Jahre habe ich mich immer mehr damit beschäftigt, wie wäre es denn eigentlich, wenn man irgendwie mal was auf einem weißen Blatt Papier aufmalt, wo quasi nicht schon alles da ist und man versucht quasi, was da ist, zu kneten und zu verändern. Und jetzt bin ich 40 geworden und dann kam irgendwann der Punkt, dass wir uns mal zusammengesetzt haben. Wir kennen uns schon sehr lange. Mhm. Und dadurch kam es jetzt zu der Entwicklung. Aber um zur Ursprungsfrage zu kommen, natürlich Unternehmertum ist nie nur Friede, Freude, Eierkuchen, alles macht Spaß. Same. Wir haben super Spaß. Und es ist ein Familienunternehmen, wenn man Nachfolger ist, nicht anders, wie wenn man ein Unternehmen gründet. Ja. Matthias, ich habe in einem Interview gelesen, du wolltest nie in ein Angestelltenverhältnis gehen, sondern immer auf einem weißen Blatt Papier was Eigenes starten. Woher kommt das? Kann ich dir nicht beantworten. Also es war immer in mir drin. Also es kommt auf keinen Fall von zu Hause. Mhm. Also meine Eltern sind beides Akademiker. Mein Vater war indirekt selbstständig, eine Praxis gehabt. Meine Mutter war Lehrerin, aber es war eigentlich immer der Wunsch, normal zu studieren und ganz normal irgendwie in einem Unternehmen gesettelt zu sein. Das war der Wunsch der Eltern? Der Wunsch der Eltern, um einfach so diese, da war ja immer so, der Gedanke war immer, wenn er dann einen Job hat, wo er monatlich bezahlt wird, dann haben wir eigentlich alles richtig gemacht, ja, dann ist alles in Ordnung. Für mich war aber schon immer klar, das möchte ich auf keinen Fall. Also das stand auch nie zur Diskussion. Ich habe mich auch nie irgendwo beworben. Ich habe schon während dem Studium war ich schon selbstständig, weil ich noch nicht mal irgendwie so als Aushilfe oder irgendwie so einen Aushilfsjob machen wollte, weil das wäre ja auch ein Anstellungsverhältnis gewesen. Ich habe damals irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel im Fitnessstudio vertrieben nebenher, damit ich ein bisschen Geld habe. Also woher es wirklich kommt, weiß ich nicht. Es war aber schon immer in mir drin. Ich bin auch der Einzige von meinen Brüdern, der das so gefühlt hat. Mein kleiner Bruder ist angestellt, mein großer auch. Also das war nie... Ich kann es dir nicht beantworten. Es gab kein prägendes Erlebnis oder sowas, was dich so abgeschreckt hat, dass du nie mehr wieder einen Chef über dir haben wolltest? Es gab kein prägendes Erlebnis. Ich wusste nur, ich kann damit nicht umgehen. Und das habe ich, glaube ich, relativ schnell gemerkt. Also wenn mir jemand sagt, was ich zu tun habe, dann reagiere ich ja extremst allergisch. Ja. Und von daher, es hätte niemals funktioniert. Ja. Simon schmunzelt. Ihr sagt euch heute nicht gegenseitig, was ihr zu tun habt, sondern jeder hat seine Verantwortung. Ich glaube, das ist wirklich so und es ist einfach auch so eine gute Ergänzung, ne? Weil wir aus unterschiedlichen, Simon aus einem Familienunternehmen, ich aus meiner Selbstständigkeit in Anführungsstrichen, der Marc, unser dritter Co-Founder, wieder auf einem anderen Weg. Also wir ergänzen uns extremst gut und haben wenig Überschneidung in Anführungsstrichen. Kannst du so ein bisschen deine dann Gründergeschichte etwas nachzeichnen, die dann transformiert wurde in ich werde jetzt selbst Investor und beteilige mich an anderen Unternehmen? Es waren viele Zufälle eigentlich. Also ich habe während dem Studium habe ich zum ersten Mal gegründet, das ist mittlerweile 23 Jahre her, also wirklich lange. Und wollte dann etwas gründen. Nein, es war mir fast egal, was ich gründe. Ich wollte was gründen. Hauptsache machen. Hauptsache machen und Hauptsache online. Das war so, aber was war mir wurscht. Ja? Mhm. Damals E-Commerce war damals noch nicht so nicht groß. Es gab wenig Investoren. Und irgendwann habe ich gesucht, wie gründet man überhaupt ein Unternehmen? Das war so das Erste, vor 23, 24 Jahren. Habe aber nichts gefunden. Also wie gründest du die GmbH? Wie funktioniert das alles? Wie gehe ich am besten vor? Und da habe ich gedacht, komm, dann lass mich doch das als erste Idee umsetzen. Einfach mal so dieses ganze Gründerwissen, Unternehmerwissen auf eine Seite packen. Also eher so eine redaktionelle Geschichte, sage ich. Habe mich dann hingesetzt, habe ein paar Sachen zusammengeschrieben, habe gemerkt, dass es gelesen wird und dass es gesucht wird. Damals war auch alles noch ein bisschen leichter mit SEO und Co. Mhm. Und habe dann da so ein Portal aufgebaut, speziell für Unternehmer und Gründer mit sämtlichem Wissen. Irgendwann kamen Nachrichten dazu und
Dokumente und was es halt alles braucht, um irgendwas zu können. Monetarisierung über Werbung? Oder wie Monetarisierung rein über Werbung. Also damals hat es noch gut funktioniert. Ne? Also TKP-Preise waren andere als heute. Und es war eine reine werbebasierte Plattform. Da wir so eine spitze Zielgruppe hatten, haben sich natürlich die Unternehmen dafür interessiert. Weil bei uns waren nur Selbstständige oder die selbstständig werden wollen. Also von da ist eine sehr, sehr spitze Zielgruppe gehabt. Mhm. Haben dann eine Redaktion aufgebaut und dann kamen so diese 5-6 Jahre, die ich am Eingangs erwähnt habe. Und dann wurde mir todlangweilig. Mhm. Da habe ich gemerkt, das will ich nicht mein Leben lang machen. Das ist nicht mein Ding. Und ich hänge auch an nichts. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Problem von mir. Ich hänge an gar nichts. Also außer an meiner Frau und meinen Kindern. Aber sonst bin ich da sehr, sehr offen. Und habe dann immer gesagt, es ist jetzt auf so einem Status, der funktioniert, der okay ist. Aber es macht mir keinen Spaß mehr. Also ich brauche was Neues. Und dann habe ich das Unternehmen an einen Fachverlag in Bayern verkaufen können. Und hatte so das erste Geld. Es war jetzt nicht, also es war nicht life-changing, es war so car-changing, es war wirklich car-changing, ja. Und habe aber dann direkt wieder gegründet und mit einem Kommilitonen zusammen einen Preisvergleich für Medikamente. Also ein sehr technisches Thema, es war so um 2007, 2008. Das sind so das Versandverbot wurde gekippt, man konnte aus den Niederlanden die Medikamente verschicken. Keiner hat sich aber getraut, diese Preise zu vergleichen, weil der Apothekenmarkt ist sehr reguliert. Mhm. Und die Apotheker gut organisiert im Vergleich zu Ärzten oder so, die gar nicht organisiert sind. Also du hast immer Abmahnung kassiert, sobald du irgendwie was versucht hast. Wir haben das aber aufgebaut, haben das ins Internet gestellt, in Anführungsstrichen, und haben dann einfach Preise verglichen und haben da klassisches Arbitragegeschäft, also CPCs und ein bisschen was verdient. Und aufgrund der Menge der Besuche war das ein gut profitables Geschäft. Ja. Ich finde das total spannend, dass du sagst, mir ist das Thema eigentlich gar nicht so wichtig. Ich habe primär Lust am Machen. I resonate with this, also ich kann dem mega nachfühlen. Ich habe früher mal Sextoys verkauft, irgendwann wurde es eine Leinsamenpizza, pipapo. Ich habe Lust auf dieses Machen. Genau. Kannst du uns in den Moment mitnehmen, wo du bei dem, kommend von einem Verlagsgeschäft oder einem Redaktionsgeschäft, Verkauf an Verlag, ich mache jetzt was mit Medikamenten. Wann habt ihr gemerkt, hey, das ist so spannend, das wird das nächste Projekt? Was war das für ein Moment? Na, der Moment war, glaube ich, also ich bin immer auf der Suche nach was Größerem. Mhm. Und das Verlagsgeschäft ist ein Geschäft, was langsam wächst. Sehr langsam, aber stetig, damals. Mhm. Und das ist nichts, was kann ich, also wie auch also was kann ich abdecken im Endeffekt und was kann ich daraus machen? Und damals, ich konnte ein bisschen programmieren bei Wirtschaftsinformatik und mein Kommilitone konnte auch ein bisschen programmieren. Wir haben uns ausgekannt im Internet, wo brauchen wir möglichst wenig Startkapital, also was können wir selbst stemmen? Also komm, setzen wir uns hin und machen einen Preisvergleich für Medikamente, weil das können wir alle selbst. Mhm. Wir haben keine Assets, also keine, wir müssen einfach nur entwickeln. Ja. Und damals war einfach Doc Morris in aller Munde. Das war so ein kurzer Hype, der ging schon über ein paar Monate. Aber Doc Morris war wirklich in aller Munde. Die haben den Apothekenmarkt umgekrempelt. Es war in allen Zeitungen. Da haben wir gedacht, na gut, wenn Doc Morris irgendwie in aller Munde ist, günstige Preise aus den Niederlanden, Preisvergleiche funktionieren sehr gut. Damals war so Idealo, Illega, das war so ein mega Hype damals. Aber die haben keine Medikamente verglichen, weil sie sich nicht getraut haben. Und so kamen wir einfach auf diese Spur, wir müssen da irgendwas machen und was ist einfach? Na ja, gut, wir vergleichen einfach die Medikamentenpreise. Mhm. Das ist eigentlich ein doofes Thema gewesen, ja. Aber hat funktioniert. Ja. Und konntest du auch später verkaufen? Nee, das erzähle ich selten. Nee, es wurde wirklich nicht verkauft. Also es war eine ziemlich schräge Geschichte. Ich hatte zwei Co-Founder, einmal den Kommilitonen und einen Mitgründer, der damals als Business Angel in dieses Thema reingegangen ist. Und es lief gut und es ist öfter so, wenn etwas gut läuft, gehen so ein bisschen die Meinungen im Gesellschafterkreis auseinander. Der eine möchte mehr Geld verdienen, der andere möchte investieren, der nächste überlegt, welche Reise er als nächstes macht und ist einfach nicht mehr da. So war es bei uns auch. Und der Business Angel, der damals eingestiegen ist, war einfach eine falsche Nummer. Mhm. Und wir haben uns heftig gestritten und am Ende musste einer gehen und der eine, der gehen musste, war ich. Ja. Und wir haben uns auf einen Betrag geeinigt, das war so klassisches Management bei Audi im Endeffekt. Wir haben uns auf einen Betrag geeinigt und ich bin dann raus und kurze Zeit später wurde es dann noch verkauft. Und ja. Und dann war auch ein bisschen Geld da, um selbst in andere Unternehmen zu investieren. Warum hast du dich für diesen Weg entschieden und nicht selbst das nächste zu gründen? Also ich glaube, wenn du mich heute nochmal fragen würdest, würde ich vielleicht eher sagen, das
war vielleicht ein Fehler, so früh zu investieren, weil ich mir auch so ein Thema ausgesucht hatte, was damals einfach, glaube ich, auch ein Ticken zu früh war. Ich habe relativ viel Software as a Service gemacht, das war 2009. Ja. Das war ein Ticken zu früh. Es gab nicht diese Series N-Finanzierung und so weiter. Und am Ende, naja gut, ich war, wie alt war ich denn? Ich war Ende 20, Anfang 30 so irgendwas. Stimmt das jetzt? Ja, das stimmt. Mhm. Und da war investieren einfach mega cool. Mhm. Also es Was war da cool? Du bist Investor, bist an vielen Firmen beteiligt, kannst da mitreden, kannst vielleicht auch helfen, ja, weil du hast schon relativ viel erlebt und kannst vielleicht die Gründer von irgendwelchen Fehlern vermeiden und so Zeit sparen oder beschleunigen. Aber am Ende ist es ja nicht viel anders, als wenn du ein Unternehmen gründest. Wenn du 10 Beteiligungen hast, bist du von morgens bis abends damit beschäftigt, doofe Reportings anzuschauen, mit den Gründern zu sprechen, permanent Probleme zu lösen, weil wenn es gut läuft, bist du nicht gefragt, wenn es schlecht läuft, bist du ja gefragt. Ja. Und nach 3-4 Jahren habe ich darauf gemerkt, okay, das ist auf keinen Fall das, was ich irgendwie mein Leben lang machen möchte. Ja? Mhm. Dieses Angel-Investieren. Ja? Du bist ja auch irrelevant in der Folgerunde. Ja. Als Angel hast du ja keine Rechte, in Anführungsstrichen. Ja? Du bist total irrelevant. Du bist minimal. Ja. Bist minimal, wirst am Ende lassen sie dich alle irgendwie ausbluten, die kommen. Ja, weil am Ende kommt irgendwie eine Liquidation Preference, die erstmal sich gewaschen hat, bis du dein Geld zurückbekommst. Mhm. Und ich bin dann im Endeffekt mit einem blauen Auge davon gekommen. Ne? Das war so, hab das 3-4 Jahre gemacht, habe einige Beteiligungen gehabt und habe dann irgendwann entschieden, das will ich nicht. Das ist nicht. Ich will nicht morgens aufwachen, mir irgendwelche Exits anschauen, die Fehler finden und dann mit den Gründern telefonieren und das macht überhaupt keinen Spaß. Was hast du dann beschlossen zu ändern? Das habe ich beschlossen zu ändern, habe das auch relativ schnell durchgezogen. Also wirklich von aufgeben, also abschreiben. Ja. Bis zu verkaufen, wo ich dann auch den Marc Langner von der Good Brands kennengelernt habe im Endeffekt. Bis einfach nicht mehr kümmern. Einfach sagen, okay, ich bin da zwar beteiligt, aber ich will meine Zeit da nicht mehr irgendwie reinstecken. Ja. Ich mach's nicht mehr. Ja. Mit Good Brands habt ihr jetzt super viele Cases investiert und auch teilweise erfolgreich schon weiterverkauft. Wo kommt jetzt die Lust her, zusammen mit dem Simon wieder sich selbst die Hände schmutzig zu machen und die Ärmel hochzukrempeln? Die klassischen 6 Jahre. Das sind wirklich wieder 6 Jahre. Das sind 7 Jahre jetzt. Das sind 7 Jahre. Aber es ist jetzt. Letztes Jahr angefangen. Wir haben 6. Wir sind auch 6. Dann passt es wieder. Mhm. Nee, es sind wirklich diese klassischen 6-7 Jahre. Ja, das, ich habe das jetzt lange gemacht und es braucht ja auch immer Zeit. Jeder denkt ja, wenn ich investiere, keine Ahnung, 24 Monate habe ich meinen ersten Exit. Das sind ja so diese ersten Rechnungen, die ja totaler Quatsch sind. Ja. Ja. Und bei uns hat es relativ lange gedauert, bis wir du brauchst ja so einen Rhythmus im Endeffekt. Mhm. Du brauchst irgendwie eigentlich brauchst du jeden Jahr ein Exit, um auch deine Investoren zufriedenzustellen. Ja? Und das ist ja am Anfang total unrealistisch alles. Und ich glaube, wir haben jetzt so eine Phase erreicht, wo ich auch guten Gewissens verlassen kann und es läuft trotzdem weiter. Also ich bin ja auch Aktionär, also von daher bleibt vieles so, aber ich werde halt einfach den anderen den Vorzug lassen, sag ich mal. Ja. Und das sind die 6-7 Jahre. Es ist einfach, ich wollte, es war eigentlich eher so, wenn ich jetzt nochmal was gründe, wo ich schon seit 2 Jahren eigentlich merke, ich würde es gerne nochmal tun. Ja, meine Kinder sind aus dem Gröbsten draußen. Ich würde gerne noch einmal gründen. Wenn ich es jetzt nicht mache, werde ich es nicht mehr. Jetzt wahrscheinlich nicht passieren. Nee, werde ich nicht mehr machen. Ja. Weil dann ist der Zug abgefahren. Und so hat sich das dann einfach gut getroffen. Ja. Und es war so ein Momentum. Mhm. Also auch mit Marc, mit dem Co-Founder, es war einfach ein Momentum und irgendwie hat alles gepasst und fühlt sich gut an und dann sollte man es auch tun. Bei Matthias sind 6, Simon, ich habe recherchiert, bei dir waren es 12 Jahre, also das Doppelte im Familienunternehmen. Kannst du uns so ein bisschen in die Entwicklungen, so über das letzte, vielleicht vorletzte Jahr mitnehmen, warum ein eigenes neues Business gründen, was wahrscheinlich auch so ein bisschen mit inspiriert war von Problemen eines eurer Hauptvertriebskanäle, dem Online-Shop. Wie war das? Ja gut, also das ist ja nichts, was man irgendwie in, also insbesondere bei mir, wo ich jetzt im eigenen Familienunternehmen dann schon 12 Jahre war und davor auch schon 12 Jahre mich damit beschäftigt habe, da reinzugehen, ist ja nicht unbedingt, als ich 18 war, mein Lebensplan gewesen, aus dem eigenen Familienunternehmen wieder rauszugehen und was Neues zu gründen. Ne? Also ist es, wenn der Plan war, da gehe ich in Rente oder das übergebe ich an die nächste Generation?
So war das immer, ja. Also jeder unserer Vorgänger, der quasi in die Geschäftsführung eingetreten ist, ist dort dann auch nicht mehr rausgegangen und ist dann irgendwann halt in Rente gegangen. War da dann halt, auch nicht in Rente gegangen. Dann gab es auch. Also deswegen war das gar nicht so mein Lebensplan. Und die Entscheidung, das dann doch zu überdenken oder zu sagen, ich mache was anderes, ist ja nicht so von heute auf morgen passiert oder so. Und das betrifft ja auch meine Kinder und meine Frau und meine Familie und auch meine Familie quasi als Mitgesellschafter, weil wir ein Familienunternehmen sind und 100% in Familienhand sind und nicht alleine da bin, sondern meine Cousins und Mitgesellschafter auch in der Geschäftsführung sind. Das heißt also, das ist nichts, was so von heute auf morgen irgendwie entschieden wird. Aber ich hatte schon immer, ich hatte die letzten Jahre mich auch mit so ein paar Angel Investments und hier und dort quasi über Netzwerk und Gespräche und so weiter mich sozusagen mit dem Thema beschäftigt, was will ich eigentlich und ist es jetzt das, was ich quasi bis zur Rente machen wollte? Oder auch nicht bis zur Rente, sondern bis zum Schluss. Bis zur Übergabe? Bis zum Schluss bei uns ist auch nicht bis zur Übergabe meist, manchmal auch einfach bis zum Schluss. Ja, bis zum echten Schluss. Also habe ich überlegt, ob das jetzt ist, und ich bin jetzt 40 geworden und dann habe ich auch gesagt, also wenn es irgendwie eine Situation gibt, wo es passen könnte und es eine Opportunität gibt, wo ich sage, da glaube ich dran, dann wäre ich da offen für. Und dann haben wir uns irgendwie ein paar Mal ausgetauscht und getroffen und hätte das dann mal gesagt. Und er hat es auch gesagt und dann hatten wir ganz andere Ideen. Also wir hatten ganz komische Ideen zwischendrin, die wir alle verworfen haben. Aber also InSage war nicht die Uridee. Nein. Sondern ihr habt auch über... Ja. Ja, über allen möglichen Quatsch geplant. Wir wollten es uns einfach machen. Ja. Und klar, was liegt näher? Wir investieren in D2Cs. Ja. Wir kennen uns aus, wir haben die Kanäle. Also machen wir in D2Cs da. Das ist ja logisch. Ja. Aber ihr habt Lust, was zusammen zu machen. Weil jetzt kommt ja wieder so ein Muster von, es spielt nicht so eine Rolle, was es wird. Aber ihr habt Lust, zusammen was weiterzubauen. Ja, wir waren ja in einer ähnlichen Situation. Also nicht, doch schon. Unsere Kinder sind quasi gleich alt. Wir sind mehr oder weniger gleich alt. Wir kennen uns schon aus Schulzeiten und kennen uns dadurch schon sehr lange. Und wir hatten beide irgendwie die Idee, dass wir nochmal was, bei mir nicht nochmal, sondern was gründen und bei ihm nochmal was gründen. Und dadurch haben wir mehr oder weniger bei Bierchen und wenn man sich mal getroffen hat, halt irgendwie Ideen ausgetauscht. Ja. Kriegen ja auch immer Pitch-Decks von anderen Startups und gucken uns das an und sagen, boah, das ist ja krass interessant und da geht's ab und da läuft er gar nicht und so. Also das kriegt man ja auch, jetzt haben wir so ein bisschen das Privileg, dass wir sozusagen ein bisschen Einblick haben, auch bei Beteiligungen, die wir haben, wo wir sehen, was ganz gut funktioniert und was tendenziell herausfordernd ist oder so. Und wir haben jetzt tatsächlich sehr viel Berufserfahrung und sehen, wie du ja auch gesagt hast, was ist denn echt ein Pain quasi im Alltag für eine Geschäftsführung oder für wahnsinnig viele Unternehmen. Und dadurch haben wir dann mal wieder gebrainstormt. Und eigentlich haben wir dann unseren dritten Co-Founder, den Marc, das ist eigentlich unser Brand. Das ist eigentlich das Brand. Musste nochmal ein eigener Podcast machen. Wollt ihr jetzt mit dem Brain? Ja, ist aber kein Witz, das ist echt so. Ich kenne ihn schon lange und wir hatten uns dann auch mal wieder ausgetauscht und dann hat er uns irgendwie erzählt, was er gerade macht und er hatte da so eine Beratungsboutique und hat D2C Brands beraten und wie er das macht und wie er sich das sozusagen auch so technisch aufgestellt hat und sich da so Tools programmiert hat, dass er das super effizient und qualitativ extrem hochwertig war und dadurch haben wir gesagt, boah krass, also das ist ja eigentlich wieso ist das eigentlich nicht ein Produkt? Also könnte das nicht irgendwie ein Produkt werden? Also das war damals auch noch eine ganz andere Nummer, wie jetzt die Funktionen, die wir jetzt als Features in der Software haben. Aber so die Grundidee war dann eigentlich geboren. Mhm. Und damals war irgendwie AI relativ früh, ChatGPT und Schieß mich tot war natürlich ein Thema. Und dann ist das so kontinuierlich gewachsen. Bis wir irgendwann irgendwie, es ist auch nicht so, du hast ja vorhin gefragt, wann war der Moment, dass das Richtige ist oder so, ne? Also ich weiß nicht, ob es den Moment gab. Der ist in der Phase. Eher so Phase. Ich glaube, es gab so einen Moment, wo wir gesagt haben, wir machen kein D2C, kein E-Commerce. Den Moment gab's. Mhm.
Aber was am Ende das Produkt genau wird, das war so eine das war so ein Herantasten im Endeffekt. Dann haben sich viele Interviews geführt und gefragt, und wie könnte das sein und was ist denn jetzt da der Pain und so weiter, was braucht ihr eigentlich? Und haben das immer wieder iteriert und dann irgendwelche Mockups gebaut und dann wieder geguckt, macht das jetzt Sinn oder nicht? Ja. Für alle, die sich jetzt fragen, was machen denn die Männer jetzt eigentlich? Könnt ihr es in zwei Sätzen zusammenfassen? Im Grunde genommen ermöglichen wir jedem Entscheidungsträger, datenbasierte Entscheidungen zu treffen, ohne Datenanalytik können zu müssen. Das kannst du also mit natürlicher Sprache jede Analyse in deinem E-Commerce-Unternehmen fahren und abfragen. Kriegst sie auch proaktiv in natürlichen Nachrichten zugeschickt, Erkenntnisse und Insights. Also wenn ich mir zurückdenke, Litzer, wir hatten einen Online-Shop, haben da, keine Ahnung, 2-3 Millionen Umsatz gemacht und ich will jetzt wissen, welche Kampagnen performen am besten, welche Bundles funktionieren am besten, dann mache ich das wie mit Siri. Siri, sag mir, welche Bundles, talalalala, und ihr liefert das zurück. Natürliche Sprache eher in Form von Tippen, also in Form von ähnlich ChatGPT in Anführungsstrichen, und eben aber auf allen Datenquellen. Mhm. Also wichtig ist jetzt eben nicht nur auf Shopify-Daten, sondern du hast deine Ad-Accounts, du hast deine Shopify-Daten, du hast auch deine ERP-Daten, ja. du hast x Datenquellen und am Ende müssen die Daten irgendwie zusammengefasst werden, dass du ein qualifiziertes Ergebnis kriegst. Weil wenn du nur die Shopify-Daten nimmst, hast du deine Ad-Daten nicht, wenn man erst herkommt und so weiter. Und die Auswertung an sich erfolgt über, ich stelle meine Frage in Form von Schrift. Du kannst es auch sprachlich machen, aber das macht keinen Sinn, weil die Antwort viel zu lang ist. Ja? Mhm. Und bekommst dann eine qualifizierte Antwort. Also du kannst schon über Slack oder so auch eine Sprachnachricht schicken. Mhm. Also, klar. Das geht auch. Kannst auch sparen, aber das ist tendenziell in den Unternehmen, wo wir waren, jetzt nicht so der klassische Use Case. Mhm. War das ein Thema, was ihr, Simon, bei Engelhorn auch im Onlineshop hattet? Weil ich habe ein bisschen recherchiert, die macht um die 200 Millionen Umsatz, 40% im Onlineshop. War das ein Thema oder ein Problem, was quasi daraus mitgelöst werden kann? Analytik ist immer ein Problem. Also wenn du auch gerade in großen Enterprise-Unternehmen hast du halt häufig die Situation, dass du irgendwie sagst, ich habe eine Hypothese, ich habe ein Bauchgefühl, ich wache nachts um 4 verschwitzt auf und habe irgendwie, ich will was wissen oder so, dann schreibst du es dir in dein Handy auf. Im Zweifel wacht die Frau auf und sagt, hast du einen Knall? Und dann gehst du her und sagst, am nächsten Tag rufst du bei dem Menschen an, der irgendwie mit den Daten arbeiten kann, weil ich konnte es nicht. Zumindest nicht mit SQL-Queries und Python und komplexen Analysen. Mhm. Und dann sagt er, ja gut, wie wollen Sie es denn dargestellt haben? Und dann sage ich, ja, weiß ich nicht, ich habe diese Hypothese, ich will es irgendwie wissen. Mhm. Und dann sagt er, okay, ich mache Ihnen mal ein Excel-Mockup. Und dann macht er ein Excel-Mockup und dann sage ich, ja, okay, so ist okay, dann stellt es halt so dar und dann macht er die Daten im Hintergrund, macht er irgendwelche Azure Data Factory abfragen und dann hat er irgendwie ein Data Warehouse und dann wird ein Power BI Dashboard daraus gebaut und dann habe ich 8 Wochen später habe ich ein Dashboard. Mhm. Und dann habe ich ein Dashboard und kann irgendwie 2 Ebenen runter Drilldown machen. Im Zweifel ist die Hypothese immer noch nicht validiert oder irgendwie bin ich weiter und habe in der Zwischenzeit schon 5-mal die gleiche Entscheidung über Bauchgefühle getroffen. Ja. Und ich glaube, das ist ein Problem, weil da meistens derjenige, der die Entscheidung trifft, quasi nicht die Datenanalyse macht. Und derjenige, der die Datenanalyse macht, der trifft nicht die Entscheidung. Und das muss man eigentlich zusammenführen. Und das ist eigentlich eine Riesenchance, wie wir mit Analyse, mit Daten, mit den Themen umgehen, die halt da sind. Und E-Commerce hat sich halt jetzt, das ist bei uns gar nicht so sehr dieses Problem auf E-Commerce fokussiert, aber E-Commerce bietet sich halt an, weil dort einfach unfassbar hohe Datenmengen zur Verfügung stehen, zu einem verhältnismäßig hohen standardisierten Grad, mit einem verhältnismäßig hohen Überschneidungsfaktor von verschiedenen Subsystemen, die genutzt werden, also Shopify und Meta und TikTok und so weiter. Die Tool-Landschaft ist sehr riesig. Es ist relativ große Überschneidung bei den verschiedenen Unternehmen, die wir möglicherweise abfackeln können. Im Zweifel hoffentlich nicht abfackeln, sondern bedienen können und dann war das so der Case. Und was ihr so viel besser macht, ist diese Daten als Entscheidungsgrundlage viel schneller liefern zu können. Oder was ist, was ihr so viel besser macht? Ja, das ist eigentlich richtig. Also wir sind wesentlich schneller und du brauchst eben keinen Analysten. Mhm. Weil es gibt ja auch so eine, ab wann hast du einen Analyst? Also bestimmt nicht, wenn du 2, 3, 4, 5 Millionen Euro Umsatz machst. Geht ja gar nicht. Könntest du ja gar nicht bezahlen. Mhm. Und bei uns wächst quasi die Software mit deinem Unternehmen im Endeffekt. Du hast die Datenquellen, es kommen ja auch immer neue Datenquellen hinzu. Ne? Am Anfang machst du nur Meta, vielleicht machst du nur TikTok, vielleicht machst du was auch immer. Es kommen immer mehr Datenquellen dazu und bei uns kannst du halt datenübergreifend Fragen stellen im Endeffekt,
bekommst du qualifizierte Antwort, weil die AI wertet das aus und nicht dein Excel oder irgendwas, das gar nicht mehr mit den Datenmengen umgehen kann, funktioniert ja gar nicht. Mhm. Und von daher, ja, die Geschwindigkeit ist ein großer Pluspunkt. Mhm. Aber du kriegst auch den Kontext. Also das Schöne an generativen Sprachmodellen beispielsweise ist ja, dass du nicht nur einfach nur irgendwie eine KPI kriegst und dann die KPI irgendwie versuchst zu interpretieren, sondern die AI interpretiert dir über ein, du kriegst also die KPI und du kriegst ein Dashboard als Grafik oder so, aber du kriegst auch einen Text dazu, wo dir die AI erklärt, wie sie diese Zahl eigentlich interpretiert und was sie daraus rausgießt. Und dadurch, dass wir ein feingetuntes AI-Modell haben, was quasi genau mit dem domain-spezifischen Wissen von E-Commerce und Performance-Marketing trainiert ist, ist diese Antwort im Zweifel richtig gut. Mhm. Und dir ist halt wie genervt. Du kannst also jetzt nachts um vier verschwitzt aufwachen und mit ganz geringer Bildschirmhelligkeit gucken, dass die Frau eben nicht. Also einfach eine Nachricht schicken und dann kriegst du quasi die Analyse, kannst am nächsten Morgen aufwachen und es ist da und ich warte nicht acht Wochen auf ihren Power BI-Dashboard, was gar nicht schön aussieht. Und wenn ich dann eine Rückfrage habe, stelle ich einfach wieder eine Rückfrage und dadurch habe ich nie einen genervten Data Analyst, wo ich irgendwie 15 Mal wieder eine Iteration und eine Änderung haben will, weil ich einfach mit dem System mich unterhalte. Weil du auch nicht weißt, ob es richtig ist. Ne? Also der Data Analyst liefert dir eine Antwort, aber bis du es nachvollzogen hast, ob das richtig ist, musst du eigentlich selbst ganz tief in die Daten rein und das funktioniert einfach nicht. Aber ich finde es spannend, dass du diesen Trust-Aspekt ansprichst, weil beim euch zuhören, das war mein erster Gedanke, genau, so ein bisschen. Also traue ich dem dann wirklich? Ja. Weil da, sonst ist zumindest ein Mensch da und generative KI hat es schon im Wort. Sie generiert natürlich auf Basis von Daten, aber manchmal ist sie auch erfinderisch. Wie geht ihr mit dem Trust Factor um? Der Trust Factor ist bei uns, dass die Herleitung erklärt wird. Ja? Mhm. Und wenn du natürlich den Trust, also das Ergebnis überprüfen willst, musst du die Herleitung verstehen. Ja? Ja. Das musst du schon können, ja? Weil sonst hast du verloren. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die AI einen Fehler macht, ist wesentlich geringer, als dass ein Mensch einen Fehler macht. Mhm. Ja? Und von daher bei uns bekommst du die Herleitung. Wir haben extremst viele Schleifen, die wir durchlaufen, um das Ergebnis zu verifizieren. Also wir arbeiten auch nicht nur mit einem Sprachmodell, sondern mit mehreren. Mhm. Am Ende hast du mehrere Ergebnisse, die werden synchronisiert. Und wenn es da irgendwie einen Unterschied gibt von Abweichung XY, dann gehst du noch mal eine Schleife weiter. Ja? Also es ist nicht so, dass wir nur mit einem Sprachmodell arbeiten, weil dann ist es wahrscheinlich etwas fehleranfälliger, ja, als wenn du mehr hast. Aber bei uns ist das Ergebnis zu bekommen, ist von der Zeit, die du wartest auf deine Antwort, eigentlich ein Bruchteil. Mhm. Aber die Verifizierung des Ergebnisses, das ist eigentlich das, was Zeit braucht. Ja? Ja. Also es ist nicht so, die meisten kennen ChatGPT, du gibst die Frage, eigentlich kriegst du eine Antwort. Also sehr, sehr dynamisch, sehr, sehr schnell. Bei uns ist das, wenn du eine komplizierte Frage zu deinen Daten eingibst, sag jetzt nicht, wie war mein Umsatz letzten Monat, also, sondern wirklich eine komplizierte Frage, dann kann das auch mal anderthalb, zwei Minuten dauern, bis du das Ergebnis hast. Ja. Nicht, weil so lange dauert, die Daten zu analysieren, sondern das zu verifizieren. Ja. Genau. Macht ihr das auch, wenn die Daten da sind, proaktiv? Im Sinne von, ich weiß nicht, man kann ja irgendwelche Runs eingeben, genau, die da. Ja, wir haben, also bei uns heißt es Proactive Insights im Endeffekt, weil was interessiert dich denn als Unternehmer, als CEO von einem großen E-Commerce? Dich interessiert ja, auf der einen Seite willst du deine Daten verstehen, du willst analysieren, du willst herausziehen, du willst schauen, ob alles in Ordnung ist. Auf der anderen Seite willst du ja proaktiv aufmerksam gemacht werden, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Mhm. Weil wenn es ruhig läuft, gehst du davon aus, irgendwas kann nicht stimmen, irgendwo ist ein Fehler. Ja? Und was wir machen, die AI durchsucht proaktiv deine Daten nach Auffälligkeiten, nach irgendwelchen Korrelationen, die du vielleicht gar nicht so siehst. Mhm. Ob du jetzt mal an einem Tag plötzlich ein ROAS von, ich sag jetzt mal, 0,2 mehr hast und am nächsten Tag plötzlich wieder nicht, das nimmst du ja meistens einfach hin. Du wirst jetzt nicht irgendwie schauen, warum war das so? Mhm. Die Zeit hast du gar nicht. Und die AI guckt genau, warum war das da höher? Was war anders an diesem Tag als an anderen Tagen? Nimmt das Wettermodelle mit rein? Auch, oder? Ja. Also wir auch, ja, ernst. Also wir haben externe Daten, die wir mit einbeziehen. Wetter ist so ein einfaches Ding. Ne? Also mein ROAS war regional in Bayern plötzlich um 0,3 höher. Warum? Mhm. Und dann kann es natürlich sein, dass das Wetter einen Einfluss hat. Starkregen, aber auch Ferien. Also wir nehmen auch die Ferien mit rein, wir nehmen Feiertage mit rein. Bis hin zu Inflationsdaten, weil die haben eine Auswirkung. Also das ist ganz klar, langfristig dann. Mhm. Von daher muss die AI da auch sehr lange Datenstreams durchsuchen. Aber wir nehmen auch externe Daten mit rein und wir sind proaktiv darauf aufmerksam gehabt, wenn es eine Auffälligkeit gibt. Mhm. Das ist halt ein krasser Peace of Mind, ne? wenn du quasi irgendwie, also ein System, was irgendwie mit Machine Learning Algorithmen trainiert ist, erkennt ja viel, viel früher irgendwie eine statistische Relevanz in irgendeiner Entwicklung. Ja.
wenn du quasi Data Analyst bist und ein Controlling-Tool machst, dann hast du irgendwie ein Dashboard, das hat 30 Tage und guckst die letzten 30 Tage an, aber dann ist meistens schon zu spät. Ja. Wenn du also, wenn quasi generativ aus den historischen Daten, sobald eine statistische Relevanz da ist, erkennbar ist, in irgendeiner Prognose oder in irgendeiner Auffälligkeit, dir eine Nachricht schickt und zu dieser Nachricht nicht einfach nur sagt, guck mal dahin, da ist irgendwas, sondern quasi auch wiederum eine Interpretation mitschickt, dann ist es halt ein krasser Peace of Mind auch für den jeweiligen Gründer oder für das Unternehmen, dass da jemand ist, der im Hintergrund auch mitdenkt. Und das ist, glaube ich. Sei dann Co-Pilot, Sparringspartner, so eher in die Richtung. Ja. Kannst sofort eine Rückfrage stellen, auch wenn du irgendwas nicht verstanden hast oder so. Mehrwert verstanden ist die Vision, den nicht Head of Marketing oder Head of E-Commerce, sondern den Performance Marketing Manager zu ersetzen. Wir wollen gar niemanden ersetzen, wir wollen nur alle besser machen. Und ob wir jemanden, also in den allermeisten Fällen, ehrlich gesagt, mit den Unternehmen, mit denen wir reden, ist nicht das Problem, dass die irgendjemanden ersetzen wollen, sondern das Problem ist, dass sie niemanden finden. Also ist gar nicht unbedingt die Problematik darin, dass wir jemanden ersetzen, sondern wir bieten einen Mehrwert, dass die schon da sind, quasi mit unserer Technologie viel, viel besser arbeiten können, schneller arbeiten können und daraus einen Mehrwert auf Sales-Seite oder anderen Kostenseite getrieben wird. Ja, und zusätzlich greifen wir ja auch nicht in die Ad-Accounts ein. Mhm. Also wir greifen ja nicht, wir steuern jetzt nicht das Ad-Budget neu aus. Oder? Noch? Vielleicht noch, mal schauen, aber es ist jetzt im Moment auch nicht Fokus von uns. Mhm. Ne? Wir machen darauf aufmerksam, dass da und da und da, dass man da optimieren kann oder dass es da eine Korrelation gibt. Aber jetzt aus unserem Tool in den Ad-Account eingreifen, da brauchst du dann, solltest du doch noch Menschen verwenden, zumindest im Moment noch. Wir können teilweise, wenn wir sozusagen die Daten anreichern und umfangreicher machen, können wir über einen Backpush oder Forceback quasi an die Werbekanäle das zurücksenden. Damit steigern natürlich die Qualität der Daten bei Facebook und anderen und dann wird die Qualität quasi der Aussteuerung dort besser. Wer ist euer Traumkunde? In welcher Phase ist dieses Unternehmen? Was machen die an Umsatz und plus minus Größe? Es sind nicht die frisch gestarteten. Dafür ist es dann auch monatlich zu teuer einfach. Und auch, du hast so wenig Daten. Du brauchst Daten. Und du brauchst eine Menge Daten. Also wir haben gesagt, wir fangen so an zwischen 2, 3, 4 Millionen. Das sind aber dann eher die kleinen Kunden für uns bis hin zu Enterprise-Kunden. Mhm. Also sprich bis Engelhorn und Co. Ja. Wir haben auch eine Kunde, die macht 1 Million. Das ist, aber du brauchst im Prinzip schon so ein gewisses Grundstock, damit es funktioniert. Mhm. Es geht auch nicht, das Tool einzusetzen, wenn du frisch gestartet bist. Ja, ganz frisch. Das wäre schon gut, wenn du auch historische Daten hättest. Ja. Jetzt hatte Matthias vorhin gesagt, er mag gerne größer, weiter, schneller. Und ihr seid selbst Investoren, die ganz viele Businesspläne lesen und Projections. Was sind eure Projections für euer eigenes Baby? Wo steht das in 5 Jahren? Wenn wir jetzt erzählen, unser Finanzplan ist sehr rudimentär. Dann habt ihr da einfach ganz viel Flexibilität eingebaut. Wo wollen wir stehen? Das ist immer schwierig zu projizieren. Ne? Wir haben eine Marktanalyse gemacht, wir haben uns angeschaut, wie groß ist der E-Commerce-Markt. Ja? Aber der E-Commerce-Markt ist ja nicht der einzige Markt, von daher ist es wirklich schwer zu analysieren. Wir könnten theoretisch, ja, können wir das Tool auch auf ERP-Daten anwenden. Mhm. Oder wir wenden es an bei großen Stromkonzernen auf die Kundendaten und so weiter, um da irgendwelche Korrelationen zu finden, um Customer Lifetime und so weiter. Das ist wirklich schwierig. Also, es gibt auch Use Cases, die sind erstaunlich nah an E-Commerce, wenn du beispielsweise so Mass-Recruiting-Themen machst, wo du Frontline oder Blue-Collar Workers suchst für Logistik oder Gastronomie oder so, da haust du ja quasi eine Stellenanzeige raus, machst Performance Marketing und versuchst es quasi zu konvertieren. Und da ist die Logik im Prinzip sehr ähnlich, weil du einfach sagst, ich mache eine Stellenanzeige, die Konversion ist nicht ein Kauf, sondern einfach eine Bewerbung. Ja. Und Performance Marketing und optimieren. Also da ist quasi der Use Case mehr oder weniger der gleiche. Das ist zwar wie ein anderer, ein anderer Kunde, aber da können wir relativ schnell auch in dem Segment reinwachsen. Und dann sind wir, was bei uns auch eigentlich ein Vorteil ist, dass wir völlig sprachagnostisch sind. Also Sprache ist für uns jetzt und für unser Tool praktisch irrelevant. Mhm. Das ist jeder Sprache bedienen und einfach schnacken. Und dadurch gibt es auch keine so richtige regionale Beschränkung. Ja. Und dann dadurch wissen wir, dass die Skalierbarkeit und die
das Potenzial tatsächlich riesig ist. Mhm. Aber ihr habt ja trotzdem nur 6 Jahre Zeit, weil dann hat Matthias ein Buch. Also was ist der Plan bis in 6 Jahren? Wollt ihr das Ding verkaufen? Wird das ein schöner Dividenden-Case? Wir bauen kein nächstes Familienunternehmen auf. Also mein Sohn wird es nicht erben und deiner wahrscheinlich auch nicht, gehe ich mal davon aus. Ja. Von daher, nein, natürlich wollen wir verkaufen. Mhm. Also dafür sind wir angetreten. Ja. Wir werden auch eine Finanzierungsrunde machen. Mhm. Und es ist ein klassischer, ich nenne es mal ein Venture-Case. Ja. Ja. Und am Ende wissen wir, um was es geht. Es geht um Umsätze, um wiederkehrende Umsätze, ja. MRR. Und da möglichst schnell, möglichst hoch zu kommen. Ja? Und dann anhand von einem Multiple InSage zu verkaufen, ja. Ganz klar. Dafür sind wir alle angetreten. Wer kauft sowas? Wer du? Also kann Private Equity sein. Mhm. Es kann auch so ein Softwarekonzern sein. Der AI-Bereich, also es kann, ich weiß nicht, ja, aber das jetzt das macht dann ja mal nicht als Geschäftsführer. Nee, es kann auch wirklich ein Konzern sein, der mit vielen Daten arbeitet. Ja, also nimmst du jetzt mal SAP oder irgendwas oder nimmst mal aus den USA-Konzerne. Ja, das ist, kannst du so nicht sagen. Wenn du ein profitables Unternehmen hast, hast du alle Wege offen. So habe ich immer gearbeitet, auch in der Vergangenheit. Bauen Unternehmen auf, was profitabel wirtschaftet und dann stehen dir alle Optionen in Bezug auf den Exit offen. Ja, und genauso werden wir es hier auch machen. Ja, das klingt mega spannend. Ich würde den Fokus noch ein bisschen aufs Persönliche lenken wollen und würde gerne mit Simon anfangen mit einer Frage. Wo kam in deinem Business, vor allem im Familienunternehmen, dein Ego oft in den Weg? Ego ist immer was Schlechtes. Es ist immer, immer, immer was Schlechtes. Das ist ja so ein bisschen wie Eitelkeit ist auch immer was Schlechtes. Und im Zweifel haben wir ja schon relativ... Ich glaube nicht, dass ich so stark ego-getrieben bin. Also glaube ich tendenziell nicht, ohne dass ich das jetzt... müsste ich andere fragen. Aber natürlich ist es gerade in größeren Unternehmen mit vielen Mitarbeitern ist aber Mitarbeiterführung doch mal ein krasser, entscheidender Faktor. Und da ist, glaube ich, da ist im Zweifel die größte Gefahr, sich sozusagen in der, gerade wenn ich bin ja sehr jung, ich sag mal in Anführungszeichen jung mit 29, 28 bei Engeren, dann in die Geschäftsführerrolle reingerutscht. Und 1000 Leute damals schon? Ja. Und das war schon eine Situation, gerade jung und dann Führung und dann quasi Mitarbeitergespräche, Führungsgespräche und so weiter, wo man relativ schnell das Thema für sich als Thema identifiziert, wo man dran arbeiten sollte. Für alle, die jetzt zuhören oder zusehen und denken, ja, was hat er jetzt im Kopf? Kannst du ein konkretes Beispiel nennen, so als Learning, was du da primär mitgenommen hast? Ja, ich glaube, ich meine, gerade als Nachfolger in Familienunternehmen kommt man in so ein Unternehmen und denkt, alles ist Kacke, alles ist totaler Mist, wir müssen alles anders machen, aber seit der Papa hier gebaut hat, totaler Mist, das kann er eigentlich gar nicht sein und so. Und manche Sachen machen dann doch Sinn, ja. Also und später. Also erkennt man dann später. Man erkennt dann später, dass sie doch Sinn machen. Und man rennt dann vielleicht ein oder andere Mal vielleicht zu stark durch die Wand oder er macht kurz sich da die ein oder andere Beule. Und gerade da gibt es dann, glaube ich, das ist gar nicht so selten wahrscheinlich bei Nachfolgern, sondern so ein bisschen ein Ehrgeiz-Overkill, wo man möglicherweise zu wenig den Leuten zuhört und zu viel Ego reinbringt und irgendwie versucht, meinen Kopf durch die Wand zu ballern für irgendwas, was im Nachhinein vielleicht doch gar nicht so schlau war. Mhm. Also das war, glaube ich, tendenziell ein Ego-Thema. Spannend. Hast du ein Beispiel, Matthias? Ähnlich wie deine Aussage. Ich bin wenig ego-getrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist, war ich, und Eitelkeit jetzt auch nicht wirklich, würde ich behaupten. Mhm. Wenn du auf deine sowohl Gründer- als auch Investorengeschichte zurückschaust, gibt es etwas, was du identifizieren kannst als, daran habe ich den höchsten Anspruch, das ist mir total wichtig und das nehme ich richtig, richtig serious. Perfektion. Also ich bin gerade bei solchen Gründungen bin ich wirklich, ich glaube, oft Dinge besser zu wissen, weil ich einfach schon viel gesehen habe. Nicht, weil ich nicht verifizieren kann oder so, sondern weil ich einfach viel gesehen habe. Mhm. Und mir fällt es dann schwer,
diplomatisch zu bleiben. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Problem, wo ich dann sage, ich habe es fünfmal... Das ist nicht ein schöner Link zu, wo das Ego vielleicht im Weg gestanden hat. Ja, aber hat es jetzt was mit Ego zu tun? Es ist ja, ich habe es verifiziert. Ja. Das ist, wo ich dann denke, ich habe es fünfmal versucht, es hat kein eines Mal funktioniert, es wird bei dir auch nicht funktionieren. Ja. Und dann weiß mir da auch manchmal nicht zu helfen, wo ich dann sage, du kannst es trotzdem machen, aber du kannst es auch einfach lassen. Mhm. Und ich glaube, das fällt manchmal auch bei den Beteiligungen fällt es dann schwer, weil du stellst dich automatisch über jemanden. Ja. Und wenn du so agierst, ja, ob das jetzt Ego ist, meiner Meinung nach ist es Erfahrung, ja. Mhm. Und man will ja, eigentlich will man ja das Gute. Mhm. Also man will eigentlich den Leuten Zeit sparen, ja. Geld sparen. Ja. Das eigene Geld vielleicht auch nicht da ausgeben oder so, ja. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo viele sagen würden, dass warum auch so in dieser Intensität, ja, weil da kann ich sehr intensiv sein, da muss ich dann sagen, ey, lass es bitte, ja. Ja. Passt vielleicht zu der Eingangsfrage, Konflikt und Harmonie. Hey, find ich total spannend, super spannend. Du meintest gerade, höchster Anspruch, Perfektion, aber in welchem Bereich, weil du kriegst Perfektion nicht überall hin, du kannst nicht überall 10 von 10 verteilen. Was ist dir, welcher Bereich, ich weiß nicht, Sales, Grafikdesign, Investment, BWA, Pipapo, was nimmst du? Eigentlich das Produkt. Und ob das jetzt ein Hauserkennungsmittel ist oder unser InSage, ja, wo ich auch immer sage, wo wir uns, glaube ich, sehr ähnlich sind, wo wir sagen, wir gehen erst raus, wenn es funktioniert. Und wenn Simon sagt, das ist perfekt, ja, das ist so, es erfüllt unseren Anspruch an etwas, wenn ich das auf den Tisch bekomme, wenn ich das testen soll, dann würde ich sagen, es ist ein gutes Produkt. Also es ist kein, was man ja heute viel macht, so diese klassische MVP, ja, dieses... Nur wenn du es schon sagst. Also es sollte jetzt nicht abwertend klingen, aber dieses, ich klicke mir mal schnell was zusammen und gehe dann damit raus und am Ende funktioniert es aber nicht wirklich, es ist halt ein MVP, ja. Das ist ja so dieses Vorgehen und da würde ich behaupten, machen wir anders, ja. Ich will ein richtiges Produkt, ich will ein gutes Produkt. Wir gehen in ganz viele Iterationen, ja, wir haben auch Demokunden, mit denen wir das zusammenbauen. Ich glaube, wir lassen uns mehr Zeit. Mhm. Dafür ist es hoffentlich am Ende ein besseres Produkt in Version 1.0. Ja. Als bei vielen halt dieser MVP, wo, glaube ich, auch einfach viel verloren geht. Ne? Der Kunde wird einmal verbrannt, der wird ein zweites Mal nicht mehr kommen. Ja? Und das will ich vermeiden. Mhm. Und so in diese, die Perfektion des Produkts muss gut sein. Ja, verstehe. Und dafür bauen wir aber, ich meine, die Gefahr bei diesem Ansatz ist ja, dass du im Elfenbeinturm irgendwie dein perfektes Korrekt. Produkt baust und dann gehst du raus und dann bist du. Und du interessierst keine Sache, ja. Und deswegen haben wir schon von Anfang an, ja, erstens auch mit Beteiligung, wo wir selber beteiligt sind, aber mit interessierten Gründern und Unternehmen quasi immer wieder iteriert und gezeigt, wie sieht es aus, wie machst du das. Wir haben die auch teilweise in Mockups selber drin rumklicken lassen und so weiter, was ja auch so ein MVP-Ansatz ist. Mhm. Aber halt immer quasi mit Erwartungsmanagement, das ist jetzt in der Entwicklung und wie würdest du diese Funktion nutzen und so weiter. Und dadurch haben wir quasi eigentlich jeden einzelnen Schritt immer wieder iteriert und geguckt, was ist jetzt ein Mehrwert und was wo vielleicht eher nicht, um tatsächlich nicht das perfekte Produkt zu bauen, was dann keiner will. Ja, ich glaube, ihr seid zu lange lang genug im Game, um nicht im Elfenbeinturm eben das entwickelt zu haben. Aber ich fand es spannend, Perfektion fürs Produkt, ich verstehe das. Aber wenn ich so an meine eigene Gründergeschichte damals mit Litzer zurückdenke, wir haben uns geschämt, als wir mit der ersten Pizza irgendwo an so einem Streetfood-Markt den ersten Verkauf hinbekommen haben. Aber hätten wir diese Erfahrung nicht so früh hinbekommen, hätten wir einen Großteil unserer Zielgruppe, nämlich jene, die eine Glutenallergie haben, gar nicht auf dem Schirm gehabt. Weil ich habe zum allerersten Mal gehört, was glutenfrei überhaupt bedeutet, weil wir so früh am Markt waren und da ein Mädel da war, die danach gefragt hat. Und dann war es primär diese Offenheit, mit einem nicht so wirklich perfekten Produkt, geschweige denn Prozess, rauszugehen, um rauszufinden, was passiert. Ihr scheint das aber in einem geschützten Rahmen genauso voranzutreiben. Also das ist, glaube ich, unser geschlossener Bereich, wo wir einfach 3, 4 Unternehmen haben, unterschiedlichster Größe, mit denen wir das Produkt natürlich schon testen und die auch wissen, dass es ein Test ist und nicht das fertige Produkt. Ich würde es nur nicht an jemand Fremden geben. Ja. Ich glaube, das ist das Wichtige. Mhm. Wenn du gerade sagst, fremd, ihr gründet jetzt als oder habt gegründet als Freunde zusammen und Business bringt ja mit sich, dass einfach ganz viel Stress am Start ist. Und ihr habt beide in der Vergangenheit Erfahrungen mit Menschen gemacht, wo es halt gerieben hat oder auch mal explodiert ist. Wie sorgt ihr dafür, dass ihr die Freundschaft nicht fürs Business compromised?
Also wir haben privat nicht wirklich viel miteinander zu tun, in Anführungsstrichen. Ja, wir kennen uns gut, wir gehen ab und zu mal wohin, aber es ist jetzt nicht böse oder so. Es ist, aber es ist, wir haben, glaube ich, trotzdem beide unterschiedliche Freundeskreise. Mhm. Und ich glaube, das ist hilfreich. Das habe ich mit Marc bei der Good Friends genauso gehandhabt. Mhm. Wir kennen uns seit, weiß nicht, seit 10 Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Privat treffen wir uns ab und zu, aber selten. Ja. Weil er sein Freundeskreis, ich habe meinen Freundeskreis. Und wir haben auch nie versucht, das noch enger zu machen. Mhm. Weil wir sehen uns ja schon den ganzen Tag. Ja. Und ich glaube, das hilft enorm. Mhm. Und wie gehen wir damit um, also mit Konflikten? Also wir reden relativ schnell über Dinge, die ich anders sehe, die Simon anders sieht, die Marc anders sieht. Da reden wir relativ schnell drüber und haben das auch eigentlich uns von Anfang an gesagt, wenn es ein Problem gibt, mhm, wird es nicht aufgestaut, wird nicht, dass es wirklich am Limit ist und dann hau ich es raus. Sondern ich hau es vielleicht manchmal sogar eher einen Ticken zu früh raus. Ja. Mhm. Du spezifisch? Alle drei. Mhm. Und das haben wir aber von Anfang an gesagt. Mhm. Also wir haben keine Lust auf Streit, auf Probleme. Und wenn ich ein Problem sehe, wenn Simon, wenn Marc ein Problem sieht, wird es direkt adressiert und dann ist es eigentlich auch relativ simpel lösbar. Mhm. Und da wir aber auch so unterschiedliche Aufgabenbereiche haben, lässt jeder auch jeden machen. Ja. Mhm. Ich mische mich jetzt nicht groß in die Entwicklung ein. Mhm. Könnte ich auch gar nicht. Ja. Also das, ich verstehe das, und aber da ist Marc einfach unschlagbar. Ja. Genau, der Brain. Ja. Mhm. Und wenn es dann um so Enterprise-Geschichten, um Großkunden und so weiter geht, wer sollte das besser machen als Simon? Ja. Das könnte ich gar nicht. Ja. Mhm. Also von daher, ich glaube, die Aufteilung ist gut. Wir adressieren das sehr, sehr schnell. Und wir haben trotzdem alle noch unterschiedliche Freundeskreise. Was ist deine Superpower? Ich weiß, was Arbeit bedeutet. Ich glaube, das ist wirklich, ich weiß, dass, also klar gibt es immer mal irgendwie einen Ausreißer, plötzlich Glück gehabt, also keine Ahnung, ein Momentum so irgendwie. Ich weiß aber, dass am Ende ein Unternehmen aufzubauen ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und ich arbeite furchtbar gerne. Und ich glaube, das ist so ein bisschen meine Superpower. Ohne Arbeit kann ich nicht. Mhm. Also das ist, glaube ich, auch zum Ärger meiner Frau. Sobald es mal ein bisschen weniger wird, bin ich unglücklich. Bin ich todunglücklich. Mhm. Also ich bin nicht mehr ausgelastet. Ich brauche meine 10-12 Stunden am Tag, wo ich einfach arbeite. Ich brauche das. Und das ist so ein bisschen, und wenn du halt 10-12 Stunden effizient arbeitest, dann kommst du relativ schnell voran. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Superpower. Das ist, es passiert nicht von heute auf morgen oder mal die, es gibt mal die 5 Minuten, wo du eine super Idee hast und dann läuft's. Aber im Gesamtkontext, in der Entwicklung der Firma, sind diese 5 Minuten trotzdem irrelevant. Mhm. Simon, was ist deine Superpower? Ich habe keine Superpower. Ich bin Generalist und glaube nicht, ich bin in nichts gut und in nichts schlecht. Nee, ich weiß nicht, ich habe gerade drüber nachgedacht. Also ich würde nicht denken... Ja, du arbeitest auch gerne. Ich arbeite gerne, ja, ja gut. Also ich arbeite gerne, ich arbeite viel, ich arbeite sonntags und so weiter. Und ist egal. Und ich weiß, was das bedeutet. Und ich glaube schon, dass ich mich krass in irgendwas reinfuchsen kann, wenn ich Lust drauf habe und dann irgendwie ein Thema kapiere, wo ich vorher nichts kapiert habe. Mhm. Ich glaube, ich bin irgendwie relativ diplomatisch. Das ist, glaube ich, schon neben der Harmoniebedürftigkeit kann ich ganz gut moderieren so, mhm, und kann so ein bisschen, glaube ich, das ist ja auch was im Familienunternehmen stark prägend. Total. Ist. Du hast halt einfach viele Familienmitglieder, viele Gesellschafter, du hast viele Stakeholder und so weiter, die du irgendwie unter einen Hut bringen musst und verschiedene Interessensgruppen und so weiter. Das heißt, da habe ich extrem viel geübt, quasi tatsächlich zu moderieren und so ein Gespür da zu haben. Und sonst bin ich relativ, glaube ich, generalistisch aufgestellt. Mhm. Frage an euch beide, wer auch immer zuerst Antwort macht. Gab es mal ein Feedback aus eurer bisherigen Businessreise, was euch mega weitergebracht hat? Darfst du gerne anfangen. Wir sind beide ganz ruhig. Es gibt so viel Feedback und so viele Themen. Das sind kleine Themen. Das sind so Kleinigkeiten, die du tagtäglich eigentlich gesagt bekommst, wo du drüber nachdenkst und dann vielleicht besser machst. Aber jetzt gab es jetzt ein Feedback, wo ich... Irgendwas, was nachhalt oder wo so... Ich glaube, das Wichtigste, was ich so ein bisschen... Also vielleicht ist das auch diese Moderationsthematik, aber wo man sagt, wenn du Kritik äußerst und wenn du quasi Feedback gibst, machst halt in einer Ich-Botschaft, ne? Also, und nicht irgendwie sagen, das ist Kacke. Du hast wieder alles. Du wieder alles. Ich glaube, was mir so geholfen hat, wobei ich
also zu Beginn, ja, hat mir es extremst geholfen, EO, diese Foren, die haben mir wirklich geholfen. Da bin ich auch furchtbar gerne hingegangen, weil das immer, ne, du hast ein Problem, da redest du nicht drüber. Ich rede da nicht mit meiner Frau drüber, wenn ich ein Problem in der Firma habe. Das schürt ja eher Angst oder was auch immer. Und es, hoffentlich hört deine Frau es nicht. Ach, das darf sie gerne da. Ne? Und da hat mir EO schon sehr geholfen. Mhm. Also auch das Feedback aus unterschiedlichen Branchen. Du bist ja immer so ein bisschen in deinem eigenen Saft, Sumpf, was auch immer. Ja, du unterhältst dich mit den E-Commerce-Lern, dann unterhältst du dich vielleicht jetzt mit den AI-Leuten, aber das Feedback von einem, keine Ahnung, von einem Unternehmer aus irgendeiner komplett anderen Branche ist manchmal wesentlich mehr wert, weil dann siehst du, das ist wirklich, das ist gut, das ist wichtig, der hat ein ähnliches Problem gehabt und hat das so gelöst und da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, weil meine Branche komplett anders ist. Also da hat mir das schon sehr geholfen. Ja. Ich glaube, in diesem Zwischenmenschlichen liegt halt unfassbar viel. Und ich hatte Waldemar Zeiler mal hier sitzen, der meinte, es müsste eigentlich aus Investorensicht die absolut größte Priorität sein, dass die Gründer sofort in eine Paartherapie gehen, weil das größte Fuck-up-Potenzial ist wahrscheinlich nicht das Liquiditätsmanagement, die Nachfrage und so weiter, sondern sind die Streitigkeiten im Team. Aber wie adressiert man das? Wie ist euer Blick darauf? Wir haben da viel Erfahrung gemacht. Ne? Also wir haben, glaube ich, Paartherapie auf die harte Tour gelernt, wahrscheinlich in anderen Konfliktsituationen und wissen von der Bedeutung dieses Risikos. Mhm. Und deswegen hat der Matthias vorhin auch schon gesagt, wir haben schon so unsere Spielregeln, auch in unserem Dreierteam, dass halt jeder, sobald irgendwie ein kleines Krummeln oder das Krummeln auf den Tisch bringen muss und wir darüber schnacken, weil jeder weiß, was auf dem Spiel steht und was sozusagen eigentlich hier das Ziel ist. Und umso früher, so weniger du unter den Teppich kehrst, insbesondere in unserem kleinen, sozusagen geschlossenen Kreis, umso besser kriegst du es am Ende gemanagt. Und dann, glaube ich, funktioniert es. Nochmal Blick auf die Zukunft. Ihr macht das ja mindestens oder maximal 6 Jahre weiter, 12 Stunden am Tag. Was tut ihr, damit ihr das durchhält? Spaß haben. Solange es Spaß macht, ist ja Arbeit nicht belastend. Also zumindest für mich war Arbeit selten belastend, außer also Spezialsituationen, wo du dann wirklich mal negativ wird. Genau. Mhm. Solange es Spaß macht, kann ich auch mehr als 12 Stunden arbeiten. Ja. Ich glaube, das ist das Wichtigste, den Spaß beibehalten. Mhm. Sobald es keinen Spaß mehr macht, dann bin ich auch ganz schlecht in sowas. Ja. Mhm. Dann, und ja, 6 Jahre, 12 Stunden durchhalten, also am Tag, das ist jetzt, das machen wir ja schon seit 25 Jahren. Du bist den Marathon, bist du dir gewohnt? Ja. Also ich bin es gewohnt, einfach viel stetig zu arbeiten und versuche, Spaß in meiner Arbeit zu haben. Mhm. Ist bei dir, Simon? Wir haben ja beide Familie und dadurch auch irgendwie einen anderen Blick auf die Welt. Wenn wir nach Hause kommen und die Kinder und den Hund und wie auch immer da haben, dann hast du ja auch irgendwie trotzdem ein stabiles Umfeld in der Situation. Und ich glaube, das ist auch relativ hilfreich. Also meine durchschnittliche Zeitdauer ist ja 12 Jahre, hast du ja vorhin schon gesagt. Ich mache dann den IPO. Ja, also ich weiß nicht, ich glaube auch, wenn man Spaß hat und wenn irgendwie eine Leidenschaft dahinter steht und wenn man irgendwie an das Projekt tatsächlich glaubt, so wie wir daran glauben, dann ist das machbar. Ist das machbar. Mhm. Ihr habt zwei sehr spannende Perspektiven auf diese Welt, sowohl Gründung Investor als auch Familienunternehmer. Ich würde euch gern in 30 Sekunden oder Minute zum Abschluss die Gelegenheit geben, den Menschen, die hier zuhören oder zusehen, was mitzugeben, was euren Blick auf die Welt irgendwie besser gemacht hat oder geschärft hat oder etwas, was ihr mitgenommen habt aus euren jeweiligen Games, was ihr gerne früher gewusst hättet. Ich denke, also das Wichtigste ist ja erstmal die Familie und im Familiengame, du hast es in ein paar Monaten, sind Kinder ja irgendwie das Coolste, was passieren kann, auch das Anstrengendste, was man hier kann. Aber ich hätte wahrscheinlich ein bisschen mehr zugehört den anderen Eltern, bevor ich Kinder bekommen hätte, was Kinder bekommen eigentlich so bedeutet. Aber das glaubt man ja meistens eh nicht, wenn man es vorher hört.
Und sonst glaube ich, das Wichtigste ist zuhören. Du musst irgendwie immer zuhören. Ich glaube, das habe ich früher nicht genug gemacht und auch mache ich heute manchmal nicht genug. Und man muss, also wenn man gut zuhören kann, dann hast du echt viel gewonnen, weil du lernst unglaublich viel. Du verstehst irgendwie den anderen besser und du schaffst über ein bewusstes Zuhören auch die Möglichkeit, viel, viel besser zu arbeiten und zusammenzuarbeiten und irgendwie die verschiedenen Schuhe und Standpunkte zu verstehen. Und in den allermeisten Situationen, die ich in meinem Berufsleben, aber auch im Privaten erlebt habe, ist das Problem, dass die Leute zu wenig bewusst und aufmerksam zuhören. Total schön. Also sehe ich ähnlich. Also ich glaube, das ist was, was uns eint. Also Familie ist das Allerwichtigste und vergiss deine Familie nicht vor lauter Arbeit. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Auf der anderen Seite glaube ich, und ich versuche das auch meinen Kindern beizubringen, es gibt immer Schlimmeres, als jetzt irgendwie, da funktioniert was nicht, da geht was nicht. Ja, lass dir auch mal Zeit. Ja, also dieses... Es wird ja immer alles schneller und früher, das also irgendwie jetzt bist du mit 22 fertig oder mit, keine Ahnung, manche sind mit 21 fertig. Ja, aber es wird früher, du lebst länger, vergiss mal nicht zu leben. Ja. Und ich glaube, das machen wir auch ganz gut. Wir arbeiten gerne, aber wir leben auch gerne. Ja. Also wir fahren trotzdem viel weg, auch wenn wir dann von dort aus arbeiten. Lass dir einfach mal Zeit. Denk mal nochmal drüber nach. Ist das Richtige? Du committest dich da für lange Zeit. Ja. Lass dir mal noch eine Woche Zeit. Lass dir vielleicht nochmal 2 Wochen Zeit. Weil die Entscheidung ist wichtig und du bist dann erstmal verhaftet und ist es das Richtige und nicht immer schnell, schnell, schnell und früher, 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 ja, das bringt dich nicht weiter. Ja. Lass dir Zeit und zuhören, damit will ich es genau stehen lassen. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass wir in eure Geschichte eintauchen durften und dass ihr das auch so ehrlich und so offen geteilt habt. Mir hat das gerade richtig Bock gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank. Wenn es auf euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like hier und ein Abo. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns zeitnah wieder im nächsten Startup Schlau Podcast. Bis dahin, Servus.